Ja, hallo Leute, herzlich willkommen bei Pro Minecraft. Heute wollen wir euch mal das Spiel Recrime vorstellen. Ja, erstmal was über das Spiel. Recrime ist ein MMORPG, in dem aber eben sehr viel Blut spritzt und auch Körperteile abfliegen. Da ist das Spiel auch ab 18. Ja, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich erstelle einfach mal einen neuen Charakter, damit ihr erstmal seht, wie das aussieht und aufgebaut ist. So, man kann hier auswählen. Turan, Bartok, Proxena oder Xenoa. Ja, ich nehme jetzt einfach mal ein Proxena. Ja, jede Klasse von, also Proxena und die anderen, sind nochmal in zwei Unterklassen. Also, nee. Nee, das sind die Rassen. Und sind in. Jede Rasse ist in zwei Klassen aufgeteilt. Ich nehme jetzt einfach mal einen Proxena Schurke. So, dann kann man auswählen, männlich oder weiblich. Ich nehme einfach männlich. Ja, dann kann man das Gesicht noch auswählen. Und Haare. Das einfach mal so. So, dann den Namen. So, dann hier auf Create für Charakter erstellen. So, da ist er schon. So, um spielen zu können, muss man sich jetzt einen Passcode setzen. Er ist dafür da, dass man dass sich kein anderer mit dem Charakter einloggen kann, auch wenn er die Accountdaten kennt. Also er muss, wenn schon, den Passcode, das Passwort eingeben. Das ist aber eben nur vierstellig. Also könnte man noch knacken. Ist eigentlich etwas lästig, wenn man jedes Mal, wenn man sich einloggen möchte, diesen Code eingeben muss. Ja, jetzt startet das Spiel. Crime spinnt gerade ein bisschen rum. So, jetzt sieht man schon, der Ladebildschirm ist eben nicht ganz normal, weil es ist jetzt, ich nehme an, es soll eine zugenähte Narbe sein. Ja, und gleich wird man schon sehen, dass die aufreißt. Mein Crime geht wieder nicht so richtig. So, jetzt lädt's. So, das ist eben der Anfang hier. Ich beende jetzt einfach mal das Training, überspringe er. So. So sehen wir jetzt am Anfang aus. Sieht man da schon Inventar. Oder hier Charakterbildschirm. Kann man eben auswählen. Attack Power oder was. Und so, das ist einfach, mal die erste Quest. Ah, Tour to the Village. So, Accept. Dann kann man. Hier hat man jetzt ein Fenster. Das, da kann man einfach draufklicken. Einen Haken reinmachen, dann sieht man auf dem Boden so einen Pfeil, wo man hin muss. Und ganz oben rechts sieht man auch die Meter, wie weit ich noch rennen muss. Ich mache jetzt einfach mal ein Level up, um zu sehen, wie man skillen muss und so weiter. Also in dem Spiel muss man eigentlich ziemlich viel laufen, weil die Quests sind oft Quests, wo man rennen muss oder irgendwelche Mobs killen muss, die ein paar tausend Meter entfernt sind. So, das ist die Quest ist abgeschlossen. Jetzt sieht man ganz unten, da haben sich jetzt die Prozente der Erfahrungspunkte erhöht. Also ich habe jetzt 24% des Levels.
Dann habe ich einmal die nächste Quest angenommen. Ja. Mal schauen, wie viel die dann bringt. Ja, in dem Spiel muss man auch wieder bestimmte Englischkenntnisse besitzen, da das Spiel ja komplett auf Englisch ist und man als Mensch, der kein Englisch spricht, hier eigentlich nicht viel erreichen kann. So, die hat wieder 24% gebracht. Ich mache mal die nächste an. Na, man sieht ja schon direkt am Anfang, dass man hier ziemlich viel rennen muss. So, da muss ich die Quest abgeben. Nein, die. Ja, eine Quest muss ich noch, dann bin ich aber auch Level up. Naja, wie man schon sieht, das Rennen ist ziemlich lästig, würde ich sagen. Weil Rennen und Rennen und Rennen, das ist doch dauerlangweilig. So, im Inventar hatten wir ja ganz am Anfang ein Reittier für 3 Tage. Aber ich finde, die Reittiere bringen, ja, sie bringen schon was, aber das Problem dabei ist, dass die für 3 Tage halten und man sie dann im Itemshop wieder nachkaufen muss. Und ja, also wer kein Geld ausgeben will, kann eben sich nur langsam bewegen. Ja, jetzt bin ich Level up. So, das sind die Skills jetzt von Schurken. Ja, Anfangsskills sind jetzt, ich sag mal so, nicht gerade gut. Also beim Schurken kommt es drauf an, einfach nur schnell zuschlagen. Mehr nicht. Und das finde ich an dem Spiel auch schlecht gemacht eben, dass man einfach nur drauf zuschlagen muss und das dann, naja, das ist es dann eigentlich schon. Ob es bei anderen Klassen genauso ist, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall bei Schurke ist das schrecklich. Ja, ich kill jetzt eben noch ein Monster, damit ihr mal seht, wie es so aussieht, wenn man ja im Kampf ist. Ich hole jetzt einfach mal die Fähigkeit hier. Ja, die zieht man einfach heim. Also ist ganz einfach gemacht. So. Jetzt sieht man das ja schon, wie das ja aufgebaut ist mit den Kämpfen. Man sieht, ich habe eben nur eine Fähigkeit, wie schon bereits gesagt, und das ist dann ziemlich langwierig, an Monster zu killen. Ja, ich mache eben noch einen Level. So, jetzt bin ich Level up. So, jetzt kann ich entweder mit, ja, hier mit der, bei Level 4, könnte ich die verbessern oder eben eine andere Fähigkeit lernen. Aber ich lerne jetzt erstmal eine andere, weil die erhöht meine Angriffsgeschwindigkeit. So, die Buffs sieht man jetzt hier, neben dem Leben. Attack Speed minus 1 Sekunde, also er greift schneller an. Darauf ist auch einfach Schurke basiert, auf schnell angreifen. Nicht auf besonders viel Schaden. Ja, also am Anfang geht das Level noch so, aber später, in höheren Leveln, dauert es mal eben eine Stunde für ein Level. Oder noch länger. Ich habe jetzt auch noch einen Level 26er Schurken. Ja, mit dem brauche ich jetzt ein bis zwei Stunden pro Level. Also man sollte. Ja, man sollte viel Lust und Zeit haben, um bei dem Spiel was zu erreichen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt euch schon mal einen ersten Eindruck